Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Crusader Kings 3 Folge. Ich hoffe vom Sound her ist alles gut. Ich muss gerade so ein bisschen rumstellen, damit ich in Post nicht mehr ganz so viel zu tun habe. Deswegen habe ich hier ein paar Sachen ein bisschen lauter gemacht, aber ich werde das dann anpassen, so dass es dann immer eine gute Lautstärke hat. Aber es sollte kein Problem sein, wenn es was zu meckern gibt, ab in die Kommentare. So, wir haben erstmal einen Vorteilspunkt zu vergeben. Der kommt in Dienst an der Krone, damit wir Kontrolle dazu bekommen. Außerdem haben wir natürlich einen Schrecken. Das ist auch nicht verkehrt. Also das ist ein ziemlich guter Punkt, finde ich. Also 0,3 die ganze Zeit. Das ist super, weil wir sowieso Kontrolle brauchen. Also hier zum Beispiel haben wir 53 Kontrolle und hier haben wir gerade mal 8. Also da passiv was dazu zu bekommen, ist schon eine schöne Sache. Wir werden den mal eben kurz umlegen. Außerdem habe ich meinem Kind hier einen Vormund gegeben. Das ist das Einzige, was ich vor der Aufnahme gemacht habe. Und zwar sind wir der Vormund, also wir als Vater werden ihn unterrichten. Und ich weiß nicht, ob die beiden intelligent als Eigenschaft haben. Es ist vererbbar, ja. Aber ich sehe das bei den beiden hier nicht. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, ob das erst später angezeigt wird. Ist auch egal, ich liebe meine Kinder trotzdem, auch wenn sie nicht intelligent sind. Und jetzt... ja, starten wir hier rein. Außerdem haben sich einige wieder gemeldet für Namen. Ich habe die auch eingetragen in das Namensrad und dann können wir mal gucken. Auch ein Frauenname ist mit dabei. Also den werde ich dann einfach so händisch rauspicken für das nächste Kind. Also die nächste Tochter. Und ja, heute wollen wir hier die Inseln erobern. Also die beiden möchte ich gerne haben. Ich wäre auch gerne hier eingefallen, aber aktuell sind wir da noch nicht stark genug für. Also 2022, das ist schon ganz schön viel. Und da müssen wir mal gucken. Wir werden jetzt erstmal hier einfallen. Ja? Also da werden wir erstmal den Krieg erklären und ihn erobern. Wir können ihm Vasallentum anbieten, das will er allerdings nicht machen. Also da minus 146. Wir können ihnen lustigerweise auch keine geringen Konditionen anbieten. Man kann, ich weiß nicht, ob das erforscht werden muss, man kann ihnen dann auch anbieten, zum Beispiel niedrige Pflichten oder normale Pflichten oder hohe. Ich glaube, Feudalpflichten oder so heißt das, glaube ich. Ich weiß es gerade echt nicht. Tut mir leid, ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Aber ich denke, das muss in den Asatru irgendwie... ich weiß nicht, was hier... nee, ich weiß gar nicht, wo das hier bestimmt wird, wie weit wir da sind. Müsste ich nochmal genauer reingucken. Aber nee, die Kultur, genau, die Kultur muss das erforschen. Innovationen, das war's, so. Und die Innovationen zeigen hier, haben wir die Epochen. Wir sind gerade in der Stammesepoche. 9 von 24. Ich denke mal, wenn wir die alle durch haben, sind wir dann hier im Frühmittelalter. Und das geht dann so weiter. Ich weiß nicht, wie man das gut vorantreiben kann. Aber hier gibt es zum Beispiel die Erbteilung, Plenarsitzung, Stadtplanung und so weiter. Da könnte man sich alles jetzt mal durchlesen, was da freigeschaltet wird. Aber ich denke, das gehört auch dazu. So, wir greifen jetzt jedenfalls hier mal den Häuptling an, da wir es nicht anders können. Wir können ihn ja nicht unterwerfen, ohne Blut zu vergießen. Das tut mir auch sehr leid. Aber, ja, den werden wir uns jetzt hier wegsnacken, solange wir noch können. Denn die anderen stehen ja auch nicht auf der Stelle. Da hat sich unsere Armee formiert und wir können... los. Weil ich denke, wir werden... wir haben jetzt gerade so ein kleines Rennen. Weil ich denke, die anderen werden hier auch... Gebiete erobern. Und wir können froh sein, wenn wir hier noch die kleinen Inseln bekommen. Und uns ausweiten können. Aber das hier ist relativ einfach. Also der hat ja überhaupt keine Chance gegen uns hier. Da... den stecken wir so in die Tasche. Wir könnten auch Festung Stünne. Achso. Das können wir gar nicht so machen. Hm. So, der Harkon mag uns jetzt auch ein bisschen lieber. Das ist gut.
Entwicklungsverhandlungen. Angeregte, oh, auch sehr schön. Haben wir 10% mehr Zuwachs hier für 10 Jahre. Sehr schön. Belagerung haben wir gewonnen. Und wir haben Gefangene gemacht. Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt werden unsere Forderungen erstmal erzwungen. So, wir haben ihn. Und wir könnten eigentlich gleich weitergehen und uns gleich hier weiter ausbreiten. Dafür müssen wir dann den. Ich glaube, den können wir dann nach vorne hier hinsetzen, ja. Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt hier alle ausheben, haben wir eine Dauer. Oh, 12 Tage brauchen wir hier. Das ist schon ganz schön arg. Ich denke, hier sollten wir auch mal eben auf Kontrolle gehen. Damit wir hier, genau hier nochmal ein bisschen mehr Kontrolle bekommen. Zack. Wobei, er ist gerade hier, aber ich denke, das wäre sinnvoller, wenn wir. Aber kein gültiges Ziel, Grund. Ist das hier überhaupt. Wird das hier gebaut oder? Ja, hier. Kriegslager, 7 Jahre verbleibend. Hier wird anscheinend gerade erst was gebaut, deswegen können wir die Kontrolle nicht erhöhen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Egal. Hier können wir ihm ein Kompliment machen, seine ungebrochenen Unternehmen. Können wir ihm irgendwelche Komplimente machen? Er bekommt dann 10 Meinungen von uns. Was passt denn gut zu ihm? Also, er ist ein aggressiver Angreifer, ein Aufseher. Gierig, ehrgeizig und sprunghaft. Mut könnte man vielleicht sagen, weil es ein Krieger ist, aber ehrlich gesagt lasse ich es dann lieber. Ich habe keinen Bock, dass er mich weniger mag. So, mit der Kontrolle, da können wir gerade nichts dran ändern, wie scheint. Wir können aber jetzt schon mal den nächsten den Krieg erklären hier, weil der hat nämlich auch keinen Verbündeten und auch recht überschaubar von der Stärke. Also können wir ihn gleich ebenfalls den Krieg erklären. Und stecken den auch kurz in die Tasche. So, 12 Tage dauert hingegen ein bisschen länger, wobei. Das hat jetzt überhaupt nicht lang gedauert. Ich dachte, das dauert jetzt total lange. Aber nöle. Das ging ziemlich schnell. Was haben wir denn hier? Als ich die Stelle inspiziere, fällt mein Blick auf einen Hengst. Das Pferd steht abseits von den anderen, wirft den Kopf umher und stampft mit den Hufen. Ich bewundere seine starke Hinterhand und den edlen Hals. Hinterhand? Ich kenne mich mit Pferden nicht aus, deswegen ich weiß nicht, was das bedeutet, aber dieses Tier hat einen vorbildlichen Körper, aber ein übles Temperament. Ich habe noch nie ein derartiges Schlachtross gesehen. Doch der Stallmeister beharrt darauf, dass das Tier sich jeder Ausbildung widersetzt. Vorzug möglich. Kriegsführung. Pferd könnte euer Ross werden. Ich würde sagen, nehmen wir den. Das klingt gut. Die Ausbildung eines Schlachtrosses. Funktioniert wahrscheinlich, wenn Kampfgeschick hoch ist oder eine gewagte Persönlichkeit gegeben ist. Wenn ich sanft bin und mich langsam bewege, wird er mir vertrauen. Das, wenn meine Diplomatie hoch ist. Und hier ist das nur mit dem Ränkespiel. Also ich würde sagen, da unser Kampfgeschick eigentlich ziemlich gut ist, also wir haben 22. Übrigens hat einer in den Kommentaren geschrieben, dass wenn man über 40 hat, ich glaube 45, 43, irgendwie so, dann kann man quasi in der Schlacht nicht mehr sterben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe das nicht ausprobiert, aber ich vertraue dem Herrn einfach mal. Da kann man dann, ist man quasi unkillbar in den Schlachten oder stirbt man zumindest nicht mehr. Man kann verletzt werden, denke ich, aber man stirbt halt nicht mehr. Ja, das war so die Quintessenz davon. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch wiedergegeben. Ich wollte jetzt nicht in die Kommentare gucken. Aber im Zweifelsfall kannst du mich ja gerne in den Kommentaren korrigieren.
So, ich würde sagen, wir versuchen es hier mit dem Kampfgeschick. Das Pferd legt die Ohren an, als ich mich nähere. Es ist mehr als deutlich, wie sehr es mich verachtet. Dieses erste Treffen ist wichtig, wenn ich mir das Vertrauen und den Respekt des Rosses sichern möchte. Und ich muss mich entscheiden, wie ich es angehe. Genau, das machen wir mit Kampfgeschick. Kriegen wir vielleicht ein edles Ross? Das wäre doch schön. Auch wenn ich nicht weiß... Oh, welch überwältigendes Gefühl. Das starke Tier folgt jedem meiner Befehle. Oh, sehr schön. Nun, da ich sein Vertrauen gewonnen habe, scheint es mich beinahe ins Herz geschlossen zu haben. Wie erbaulich. Das wird wiederholt. Pferdebändiger. Ein Kampfgeschick und Prestige. Oder wir kriegen einen Schlachtross. Kein Kampfgeschick und Prestige. Ebenfalls. Dann war hier halt nur 10 Jahre lang. Ihr haltet 10 Jahre lang Pferdebändiger. Hier haben wir es aber durchgängig. Das wird wiederholt. Vielleicht bedeutet das, dass wir es nochmal machen können und deswegen nur 10 Jahre. Ist für die Vorzüge vielleicht toll, aber ich möchte das Schlachtross haben. Wir haben es jetzt gebändigt und jetzt wollen wir es natürlich auch besitzen und in die Schlacht führen. Und wir haben einen Vorzug. Das ist verdammt gut. Fortschrittszuwachs für mehr Kontrolle in Gemeinde finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Denn wir benutzen das ja momentan sehr, oder benutzen das bald sogar noch häufiger, weil wir sehr viel erobern. Aber das hier ist für uns, glaube ich, ganz interessant. Schweres Fußvolk, Schaden, Speerträger, Bogenschütze, Plänkler. Das ist, glaube ich, ganz gut für uns gerade. Ich weiß nicht, ob die Plänkler... Ja, wir können mal kurz schauen, unter was unsere Einheiten fallen. Und zwar, die haben sicherlich eine Kategorie. Das hier... Art Bogenschützen. Okay, die gelten als Bogenschützen. Die hier gelten als schweres Fußvolk. Okay, also die haben auch diese Klassen, die wir gerade verbessern können. Das bedeutet, dass wir sollten wir tun. Das finde ich sinnvoll. So, dann haben wir die nicht nochmal gestärkt. Und sobald wir ein bisschen mehr Geld haben... Oh, das Schlachtross schon wieder. Als ich das Pferd bewundere, das nun jedem meiner Befehle folgt, sinniere ich darüber, wie ich es wohl am besten nennen soll. Ein Name, der von der Geschichte inspiriert ist. Oder Mythologie. Ja, ich würde sagen Mythologie. Das gefällt mir. Ist ja bei Wikingern auch so, oder? Ist hier so ein bisschen... Sie sehr gläubig waren in dieser Richtung. Also finde ich eigentlich ganz gut. Wobei ich jetzt auch nicht der Wikinger-Experte bin. Muss man dazu sagen. Ich habe mal versucht, diese eine Serie zu gucken. Vikings. Ich bin damit nicht warm geworden. Vielleicht könnt ihr was dazu schreiben, wie ihr die findet. Vielleicht gebe ich der Serie nochmal eine Chance. Ich würde sagen, wir nennen es Sleipnir. Das gefällt mir. Weil das kenne ich noch aus dem Spiel, die Bezeichnung. Da waren es so Stiefel, glaube ich. Unglaubliche Geschichten an der Tafel. Es war ein langer, langer Abend in der Gesellschaft von Hallstein. Okay, wandernd, kühner Schuft. Der Wanderkrieger machte in, kann ich aussprechen, Halt für die Nacht und zahlte für seinen Aufenthalt mit Geschichten über seine Heldentaten. Erzählungen, die nun schon Stunden dauern. Das Kind von König Charles. Das ist das Beste, was mir in der Hinsicht je untergekommen ist. König Charles war danach allerdings nicht sonderlich von mir begeistert und ich floh schleunigst von seinem Hof. Das kann ich euch aber sagen. Episode um Episode geht die Saga weiter. Jede neue Anekdote länger als die vorangegangene. Wollen wir ihn behalten? Das ist ein kühner Schuft. Er ist zornig, arrogant und hinterlistig. Ist aber auch ein Ritter. Ein guter Ritter. Die allgemeine Meinung könnte ich aber auch erhöhen, wenn ich auf ihn verzichte.
können wir auf ihn verzichten. Wir müssen ihn ja nicht unbedingt nah an uns heranlassen. Wir können ja auch uns beliebt bei ihm machen vielleicht. Aber trotzdem ihn so ein bisschen, ne, im Hinterkopf behalten, dass er nicht der Vertrauenswürdigste ist. Aber wir können ihn ja kämpfen lassen. Dann geht er vielleicht in der Schlacht drauf und dann... Ja, wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Jetzt haben wir nämlich 5 Champions statt 4, was uns natürlich stärker macht. Und wenn er in der Schlacht drauf geht, sei es drum. Dann kann er sich zumindest nützlich machen. So, das sieht für uns gerade gar nicht mal so gut aus, was den Vorteil angeht. Oi, das sieht gar nicht gut aus. Oh, wir haben ihn geschlagen. Verbündeter des Feindes tritt Krieg bei. Ach so. Der ersetzt ihn. Huiuiui, das war knapp, ne? Wir haben... Ah, hier, der eine Ritter ist gar nicht da. Ach so. Egal. Es gibt keinen ruhigen Moment, mein Sohn und Erbe Basti steckt so voller Fragen. Ich versuche nach Kräften seine Neugier zu ermutigen. Doch der ständige Strom von Gedanken und Fragen treibt mich am Rand der Schöpfung. Neugierig. Ja, schön. Diplomatie, Bildung, Spracherwerb, Komplottstärke geht hoch. Das ist doch super. Häuptling. Okay. Wenig Kontrolle. Egal, wir haben es gleich. Und zack. Wir können unsere Forderung erzwingen und haben die zweite Insel erobert. Sehr schön. Jetzt backen wir erstmal kleine Brötchen. Wir haben ja sowieso noch 22 Monate. Danach holen wir uns hier Island komplett. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal zurück. Also wir werden jetzt erstmal hier alle auflösen und uns erstmal darum kümmern, hier... Oh, Volksmannung plus 50. Ui, weil wir so einen guten Ratsmarschall haben. Sehr schön. Gut. Problem ist, wir haben hier wenig Kontrolle. Und die Kontrolle sollten wir dringend erhöhen. Ich weiß nicht, ob dieses Event, was der eine eben hatte, das mit den Banditenhorden, ob das auch auf uns jetzt zutrifft, nachdem wir das erobert haben. Deswegen mal gucken. Ich denke, wir sollten die hier stationieren. Hier mal 3, 6 und so. Und wenn wir die da stationieren, ja, dann machen wir das da so. Zack. So machen wir das. Die habe ich jetzt hier vorne reingesetzt, ne? Das sieht man, glaube ich, gar nicht, oder? Doch. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar werden wir die Kontrolle hier mal abbrechen. Ich denke, das ist schon ganz okay. Haben 1,2 monatlichen Zuwachs. Hoffentlich auch, wenn wir das jetzt abbrechen. Also wenn wir jetzt woanders die Kontrolle hier anwenden. Das wäre mir hier auf den Inseln ganz lieb, weil... Kein gültiges Ziel. Okay, also hier können wir keine Kontrolle... Doch, hier geht das jetzt. Vielleicht, weil wir es gerade erobert haben. Das könnte sein. Das könnte gut sein, dass es daran liegt, weil eben ging das nicht, jetzt geht es. Gut, dann macht er hier weiter. Die haben, glaube ich, noch den gleichen Glauben wie wir, das heißt, da müssen wir nicht dran arbeiten. Genau, die sind Asatru. Das ist ganz wichtig, damit wir mehr akzeptiert werden. Ne? Die Volksmeinung ist ja gut, das ist sehr schön. Ich glaube, wenn die Volksmeinung niedrig ist, so wie hier... Ne, Wald der Leichen. Ja, das ist nicht so toll. Wahrscheinlich, weil hier so viele Tote sind, weil wir die alle umgebracht haben.
Aber das wird schon. Das wird schon. Da, die kriegen wir. Kontrollzuwachs haben wir hier aktuell noch gar keinen. Hier haben wir jetzt 1.2. Und hier oben, ja, auch, ne, Punkt 40. Das ist in Ordnung. Das wächst auch wieder heran. Also das wird schon. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ich denke, wir werden aber für die nächste Schlacht mal eben kurz den Punkt nach oben setzen hier, damit wir... Ah, wobei. Hier oben ist, glaube ich, sinnvoller, oder? Da. Das ist sinnvoller. Ja. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen den Waffenstillstand. Das dauert nicht mehr allzu lange. Sleipnir, das treue Pferd. Ein berühmter Ausbilder ist an mich herangetreten, nachdem er Gerüchte über mein mächtiges Schlachtross gehört hat und bietet mir nun seine Dienste an. Alles, was ich im Gegenzug dafür verlange, ist eine kleine Vergütung. Mein Pferd muss stärker werden. Mein Pferd muss stärker werden. Mein Pferd muss lernen, wie es sich schneller bewegt. Machen wir das. Ja. Sleipnir ließ sich gut ausbilden und die ersten Ergebnisse waren auch umgehend zu sehen. Agile Schlachtross. Sehr schön. Natürlich kann das auch wahrscheinlich sterben, ne? Denke ich mal. Aber für den Moment haben wir hier... Ja, plus zwei, sehr schön. So, ich denke, mit Hakon können wir jetzt aufhören. Das ist genug. Wir haben auch einen weiteren Vorzug. Sehr schön. Zähigkeit. Flottentempo. Verteidigervorteil im kontrollierten Territorium. Fortschrittszuwachs für mehr Kontrolle in Gemeinde. Das finde ich auch gut. Harte Herrschaft. Ja, das gucken wir uns später mal an da. So. Inkompetente Steuereintreiber verloren. Größere Kontrolle. Ja, sehr schön. Häuptlingstum von hat inkompetente Steuereintreiber verloren. Ja, super. Haben jetzt schon eine Kontrolle von 18 hier. Aufgebot in der Gemeinde ändern sich um minus 40, steuernde Gemeinde ändern sich um minus 81. Also da seht ihr schon, es ist verdammt wichtig, dass wir mehr Kontrolle bekommen. Hier zum Beispiel sieht die Geschichte schon deutlich besser aus. Also ihr seht, es lohnt sich, da Wert drauf zu legen, dass das schnell wieder nach oben geht. Weil wir sind nicht so stark, wie wir sein könnten, obwohl wir jetzt schon 1300 hier haben und wir haben auch kein Bündnis. Das heißt, es ist unsere Stärke. So, also er wird locker in die Tasche von uns gesteckt. Das wird gar kein Problem, denke ich. Wobei man sollte ihn nicht unterschätzen. Ich weiß nämlich nicht, ob diese Bondis da... Oh, sie ist wieder schwanger. Ja, sehr schön. Wieder ein Kind auf dem Weg. Ja, die Bondis da, die machen mir so ein bisschen Sorgen, die 300, weil das sind ja schon einige. Wir könnten vielleicht noch welche dazu holen. Wir haben jetzt 0,5 plus. Das heißt, wir könnten eventuell hier noch was erhöhen. Voller Unterhalt sind 0,2, Unterhalt bei Nichtaushebung 0,2. Wir haben aktuell keine Aushebung. Das ist nur im Krieg dann, das ist okay. Ich würde sagen, dann erhöhen wir die. So wie Sleipnir aus dem Stall trottet, mit schweren Hufen und hängendem Kopf, kann es keinen Zweifel mehr geben, mein Pferd ist krank. Der Stallmeister versichert mir, dass es ein Heilmittel gegen dieses Leiden gibt, doch es kostet eine heftige Summe. Sag mal, dieses Pferd. Was auch immer geschehen, Mann. Was immer auch geschehen, Mann. Mag. Okay. Ist ein Tippfehler wahrscheinlich. Sleipnir kommt durch. Ach komm, hier 15. Oh. Komm, mach einfach, mach heile. So, das mit dem Prestige finde ich jetzt nicht so toll.
Eine unwürdige Herausforderung. Zuerst erhielt ich den einfachen Fußhalten für einen Narren, als er mir auf den Übungsplatz entgegentrat. Obwohl mir Yingwa anfangs nach keiner großen Bedrohung aussah, wurde mir schnell klar, dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden und ungezügelten Schlägen zu verletzen. Es ging plötzlich um Leben und Tod. Meine einzige Rettung würde darin bestehen, ihn schnellstmöglich zu entwaffnen. Ich versuchte, meine Erleichterung nicht zu zeigen, als sein Schwert endlich zu Boden fiel. Er ist besessen. Okay. Also wir haben hier einen Besessenen, der gut kämpfen kann. Nee, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Wir brauchen einen neuen Krieger hier. Einen neuen Champion. So, wir haben jetzt auch hier bei Prestige, sind wir wieder gut dabei. Und wir können jetzt unsere Tochter benennen. Sehr schön. Dann kann ich auch schon wieder einen Namen aus der Liste streichen. Einen Frauennamen haben wir dort ja drinne. Und ich sehe gerade, die Zeit rennt uns davon. Aber das Spiel macht auch so unglaublich viel Spaß. Also wirklich, das ist der Hammer. Und zwar wird sie Cory heißen. So. Die Familie Orming auf Eis. Papa, ruft Grima. Und zieht an meinem Ärmel, kaum dass ich den vereisten Innenhof betreten, aber ja, vereist, genau. Es klappt nicht, ich bekomme das nicht hin, ich kann nicht Schlittschuh laufen, das Eis hasst mich. Ein rascher Blick deutet darauf hin, dass sie recht haben könnte. Hier sieht es aus, als wäre eine Armee durchmarschiert. So viel zersplittertes Eis hat mein Kind in seinem Nachgang hinterlassen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Schwerpunkt auf der Herrschaft. Dieser Charakter konzentriert sich auf das Herrschen und nichts als das Herrschen auf Kosten aller anderen Anforderungen in seinem Leben. Ja, aber 10 Jahre. Wie verliert dann Meinung von uns? Und hier haben wir die Möglichkeit, dass sie Kampfgeschick steigt um 2 und Diplomatie steigt um 2. Oder sie kriegt 60 Anspannung. Ah, das ist... Also das ist schon heftig, ne? 20 Meinung ist nicht so das Problem, aber 60 Anspannung ist schon richtig uncool. Und hier haben wir auch minus 20 Meinung, das ist nicht so cool. Aber sie bekommt mittlerer Gesundheitsbonus, 10 Jahre lang. Aber wenn sie krank wird, ja gut. Egal, ich riskiere es. Ja! Ja! Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Eingeschüchtert, okay. Das sind keine gute Voraussetzung. Oh, Cory ist intelligent, doch. Die anderen Kinder haben die vererbliche Eigenschaft nicht, aber Cory hat sie. Cory ist intelligent. Gut, wie machen wir das denn jetzt am besten mit dem Unterricht? Da müssen wir mal schauen, dass wir jemanden finden, der sie gut unterrichten kann. Wem könnten wir das anvertrauen? Ich würde fast sagen Hakon. Weil der ist so gut. Zumindest in der Kriegsführung. Nee, das wird es nicht sein. Wen könnte man denn da fragen? Oder sie kann auch von uns unterrichtet werden. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dann machen wir das, ja? Würde ich sagen. Wir unterrichten sie auch. Die einzige, die jetzt nicht von uns unterrichtet wird, das war, ich glaube, Grima, oder? Grima hatten nicht wir unterrichtet, sondern sie wird unterrichtet von, was ist unser Ratsverwalter? Ja, genau, Halfdan. Genau, Halfdan macht das aktuell. Gut, das lassen wir so. Einfach auch mal zu gucken, wie sich das so entwickelt. Da bin ich sehr gespannt. Und
Ja, die Episode heute ist auch schon wieder zu Ende. Da haben wir heute viel geschafft und viel vorbereitet, denn in der nächsten Folge geht es dann los mit Island komplett erobern. Und vor allem müssen wir jetzt langsam mal hier ein bisschen die Kontrolle steigern. Das geht so passiv ganz gut hier. Aber wir müssen es auch aktiv machen, indem wir hier die Kontrolle erhöhen, weil das ist halt wirklich heftig, was hier runtergeht. Ne? Aufgebote sind zwar ziemlich räudige Einheiten, aber es sind immer noch Einheiten. Es ist immer noch militärische Stärke. Und da müssen wir momentan rausholen, was geht. Denn wir haben hier teilweise auch, ja, ganz schöne Feinde in der Nähe. Ne? Also der zum Beispiel, na gut, der hat hier. Nee, der hat gar nicht so viel. Sah, ich dachte, so ein großes Land, der muss doch mächtig sein. Der hier. Ja, geht eigentlich, ne? Wir sind schon eigentlich ganz gut dabei, wenn wir uns mal die Nachbarn angucken. Also wenn wir jetzt hier unten einfallen, in Irland, werden wir manche gut in die Tasche stecken können. Wir müssen uns natürlich ganz genau aussuchen, wen wir angreifen, weil wenn die hier irgendwie so eine Verbündeten haben, wie hier, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Der zum Beispiel ist mit zwei Leuten verbündet hier. Das finde ich überhaupt nicht cool. Aber das kann dann auch ganz schnell nach hinten losgehen. So, hier haben wir verteidigend, aber auch recht stark. Genau hier. Wobei man da nochmal genau gucken müsste, weil wie die in Verbindung miteinander stehen, was da eigentlich gerade genau passiert. Also er greift gerade den König an. Ah, die führen gerade einen Krieg gegeneinander. Krieg um den Anspruch von Oberhäuptlingat auf Königreich von Alba. Ah, ich verstehe. Interessant, was da unten so abgeht. Also da ist momentan die Luft am Brennen. Gut, dass wir nicht da sind. Wir können uns hier oben schön ausbreiten und mächtiger werden. Ich finde, wir haben schon eine gute militärische Stärke. Ob wir die jetzt ausbauen können, das werden wir sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Und langsam werde ich auch so ein bisschen sicherer mit dem Spiel. Und ein bisschen ruhiger vor allem. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass ich manchmal so ein bisschen tickerig bin. Wenn man das so bezeichnen kann. Aber ich bin halt ein bisschen aufgeregt. Northern Isles können wir schaffen. 125, das machen wir noch. Aber nicht jetzt. Hier haben wir noch. Krieg können wir erklären. Oh, der Waffenstillstand ist vorbei. Oh ja, ist er. Dann werden wir das in der nächsten Folge auch tun. Also, bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.